Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren 9.2 PTR Folge. Heute mit dem Demon Hunter Idee und folgenden Set Boni. Zweier Set erhöht den Schaden von Klingentanz und Chaosstoß um 20%. Vierer Set, die Dauer von Meta ist um 6 Sekunden erhöht. Die Abklingzeit von Meta wird pro 60 verbrauchtem Jezorn um 1 Sekunde verringert. Klingt erstmal nicht so krass, ne? Ziemlich kleine Zahlenschnipse, außer die fetten 20% beim Zweierbonus. Aber geübte DHs, die können dann bestimmt in langen Bosskämpfen, in tyrannischen Bosskämpfen, ja, einfach die Laufzeit der Meta insgesamt verdoppeln, weil sie es schneller wieder ready haben. Zumindest hoffe ich, dass das der Gedanke dahinter ist, wäre ja ziemlich kacke programmiert und durchgerechnet, wenn dann die Meta perfekt zum Bosskill wieder ready wird. Davon gehe ich mal nicht aus. Zweiten DH beschwören ist sehr, sehr lecker. Jeder fünfte Einsatz von Klingentanz Feuerbrandaura erhöht den Schaden. Verringert die Abklingzeit, Schaden, den wir verursachen, setzt die Effektdauer von der Aura zurück. Ja, dann haben wir permanent mehr Schaden auf dem Chaosstoß. Klingt auch ganz geil. DH ist so eine Klasse, mit der ich eigentlich immer sehr gut klarkam. Ja, nicht zuletzt wegen dem ganzen AOE, wegen den Life-Leech-Effekten, ja, dem Lebensraub. Und ich bin auch sehr froh über meine eigenen PTR-Folgen, Freunde, weil dadurch konnte ich schon lernen, mit diesen ranzigen Schaben umzugehen, die mir sonst das Leben, denke ich, in der Live-Version sehr, sehr schwer gemacht hätten. Ihr kriegt jetzt hier so einen Erlass noch drunter, Leute, und dann ist, glaube ich, auch Feierabend. Jawohl, die Kyrianer-Paktfähigkeit, sehr, sehr schön. Für den könnten wir jetzt die Meta ziehen, die ist aber noch auf Cooldown, weil ich wieder fettfingern musste vor der Aufnahme. GG an dieser Stelle. Dann ziehen wir halt ein bisschen Defense mehr mit rein und dann kriegen wir die Meta ja auch über unseren Augenstrahl kurz serviert. Das ist so okay, aber ganz schön böse, mir gleich so einen fetten Gargoyle vorzusetzen, Leute. Das werden wieder so Ebenen sein und das klingt ganz allgemein nach Torgast, da habt ihr recht. Wo wir am Anfang ganz schön strugglen und dann bekommen wir so Boni wie Augenstrahl, löst keine Abklingzeit aus und Feuerbrand auch ertickt mit 10 Millionen Schaden und so weiter. Da habe ich jetzt schon Böcke drauf und ich denke, das wird so ähnlich aussehen wie beim Hexer dann. Oder beim Hunter. Junge, der Hunter-Run war bisher ja der allerkränkste von allen. Den kann, glaube ich, auch der DH nicht toppen. Aber mal sehen, wir sind ja nicht umsonst der Jäger und der Jäger ist nichts ohne die Beute. Leute, in letzter Zeit hatten wir ja im Bereich WoW 4 Bewegung, ne? Wir hatten viele News, dementsprechend habe ich als Creator viele Klicks, wie es immer so ist. Ne, ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, so je nachdem, wie lange ihr zuschaut. Sonst sind wir so 1.000 bis 5.000 und wenn irgendwas Krasses passiert, gerade im Bereich der Lore, dann sind wir mal eben 30.000. Ja, aufwärts, whatever, wenn irgendein Special ist. Und das ist natürlich super, das geht auch ganz gut in die Kasse, ne, das ist klar. An dieser Stelle vielen, vielen Dank auch an alle Kanalmitglieder auf YouTube. Weiß ich sehr zu schätzen, vielen Dank. Und das ist durchaus schön, aber es gibt immer ein Aber, ihr wisst Bescheid. Es gibt natürlich auch Schattenseiten, denn wo mehr Leute aufeinandertreffen, da wird auch mehr geredet, da wird auch mehr polarisiert und da wird auch mehr, ja, in die verschiedensten Richtungen eskaliert. Was ist denn das hier jetzt? Beschreibungen sind leider alle oder was? Da wurde aber auch ganz schön in eine blöde Richtung eskaliert, hör mal, ich glaube, es geht los. Was soll das denn? Gelebe werfen, dringt für 3 Einsätze die Gesundheit des Gegners immer auf mindestens 70%. Geil, wenn wir das für die Bosse aufheben, kann man machen, oder? Was ist hiermit jetzt? Ah, jetzt haben wir eine Beschreibung. Ja, schön, ich nehme den Erlass mit. Komm. Erlasse einen Fahrenden. Und da sind wir wieder. Ja, und da ist mir mal wieder eins meiner liebsten Probleme ins Auge gestochen. Und zwar, dass es Leuten unglaublich schwerfällt, ihre eigene Meinung als solche zu formulieren. Und dass es Leuten unglaublich schwerfällt zu akzeptieren, dass jemand mal was nicht sieht wie sie selber. Real Talk, das musste ich selber erst lernen. Das musste ich selber erst lernen und bilde mir jetzt ein, relativ zügig festzustellen, dass jemand anders auch dieses Problem hat. Ja, aber man kann das lernen, das zu akzeptieren. Man kann lernen, damit umzugehen und als Creator musste ich das früher oder später lernen, sonst hätte ich mich, glaube ich, zum größten Arschloch der Nation entwickelt und das habe ich hoffentlich nicht getan. Ich gebe euch ein schönes Beispiel. Gerade bei, ja, etwas größer werdenden WoW-Videos, sprich wir gehen so in die 20, in die 30.000 Aufrufe aufwärts, kommen natürlich auch mal Leute rein, die sonst natürlich nichts mehr mit WoW zu tun haben, seit Classic spielen, und jetzt aber nochmal verlauten lassen müssen, warum das Game denn so kacke ist und mal wieder stirbt. Ne? Das ist immer ganz spannend zu beobachten. Und da sind diese Formulierungsschwierigkeiten sehr, sehr häufig zu begutachten. Nicht immer. Nein, ist natürlich nicht bei allen so, das ist völlig klar. Aber doch sehr, sehr häufig. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ein Beispiel war neulich folgendes.
dass jemand schrieb, ja, dass es mit WoW jetzt noch weiter bergab geht, ne, und dass sie die verzweifelten Rettungsversuche doch unterlassen können. Da ging es um den Fraktionszusammenschluss, ne, um die ersten Infos. Und er spielte ja auch schon so lange und er würde sich das wie früher wünschen und das war ja viel besser. Horde Allianz gesplittet und nur der Paladin bei denen und der Schamane da drüben und so weiter. Und dann hat halt jemand geschrieben, der generell auch sehr gerne in den Kommentaren zu finden ist, ja, dass er diese Ansicht verstehen kann, aber es ist halt nichts anderes als eine Ansicht von vielen, nur mal wieder formuliert als allgemeingültige Weisheit, ja. Da wurde die eigene Meinung dann mal ausformuliert wie ein allgemeingültiger Fakt und dann kennen wir diese Gespräche, die dann weitergehen mit, ja, wer sowas sagt, der hat ja gar keine Ahnung, ne, oder wer was dagegen sagt, besser gesagt. Oh, Leute, so viel Sagen, oder? Sagenhaft sind diese Diskussionen. Und da wurde dann eben geschrieben, ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe es halt völlig anders. Und dann wurde da diskutiert und noch mehr drunter geschrieben und. Und der Typ, der gesagt hat, ich verstehe deinen Punkt, aber sehe es völlig anders, der hat dann wieder nur geschrieben auf diese Textblöcke, ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich sehe das anders. Und das wollte in den Kopf von dem Gegenüber einfach nicht rein. Hat er wieder geschrieben, naja, und früher Open World und 40 gegen 40 Schlachten und alles nicht mehr und viel besser und jetzt ist alles Schmutz und dann das Übliche, ne, man kriegt alles geschenkt, pipapo, ja, ja, natürlich, und TBC braucht viel mehr Skill, ja, natürlich, wissen wir ganz genau. Ich meine, das kann man auch so sehen, aber dann geht halt schon die Begrifflichkeit oder die persönliche Definition des Begriffes schwer, sehr weit auseinander, ja. Für mich ist es nicht schwer, Auto-Attack AFK zwecks mangelnden Manas 3 Stunden auf den Kobold einzuhauen. Für mich ist es schwer, mythisch plus 20 mit 700 Zusatzmechaniken in Time zu laufen, aber gut, das kann jeder anders sehen. Für manch einen ist es auch schwer, die Schuhe zuzumachen. Also da unterscheiden wir uns eben alle, ne? Auf jeden Fall schrieb dieser Kollege, der geantwortet hat, dann wieder, ja, wie gesagt, ich verstehe, dass du das so siehst, ich sehe es aber eben völlig anders. Ja, ich finde, wenn du mich fragen würdest, ich finde, du erzählst da ziemlichen Quatsch. Ich persönlich schreibe das dann auch ganz gern so ähnlich, wenn irgendwer wieder loswettert, ne, dann mache ich auch manchmal den Kommentar drunter. Viele von euch sind häufig schneller, ja, dann muss ich gar nicht mehr. Aber häufig schreibe ich ja auch gern, Kollege, das kann man so sehen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, da ist das ziemlich kurzsichtiger Quatsch, ja. Wenn du Bock hast, dann hörst du hier und da nochmal rein und dann findest du mal ein paar andere Meinungen, ja. Viele denken ja auch, sie sind die größten Experten, weil sie irgendein Asmongold oder Belula-Video oder so gesehen haben, ne. Und richten dann über alle anderen, die das nicht getan haben, obwohl sie auch nur Sachen nachplappern. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Also ich finde das wirklich absolut scheußlich, ja. Und sollte mich hier mal von der Kette verpissen, Junge, die macht ja Schaden ohne Ende, holy fuck. Dieser Herr der Schlösser, wenn ich gewusst hätte, dass der kommt, hätte ich Kuchen da. Oder zumindest hätte ich dann meinen entrinnenartigen CD aufgehoben. Wie heißt es denn beim DH? Verschwimmen. Ja, entrinnen war der Schurke, verschwimmen ist der DH. Und ich kann euch noch nicht sagen, wie das Gespräch letztendlich ausgegangen ist, weil ich konnte jetzt nicht mehr verfolgen. Ich wollte jetzt aufnehmen. Aber ich denke, wir können uns vorstellen, dass es noch eine ganze Weile so weiterging. Und das finde ich unglaublich schwierig, Freunde. Deswegen weiß ich leider trotzdem nicht, wie man das allgemein besser machen kann, aber ich denke, man muss immer bei sich anfangen und sich an die eigene Nase packen, egal in welchen Bereichen. Und deswegen meine Bitte an uns alle, mich selber auch, wir müssen ein bisschen drauf achten, Leute, dass wir unsere Meinungen wirklich als Meinungen formulieren. Ich finde, das polarisiert direkt weniger, das gibt direkt weniger Spielraum für doofe Kommentare oder allgemein eben riesige Diskussionen, die dann auf einem Missverständnis basieren. Und zum anderen hilft das einfach zumindest mir dabei, mehr verschiedene Meinungen auch als solche zu erkennen und entsprechend abspeichern zu können. Weil ich liebe es eigentlich, aus verschiedenen Blickwinkeln etwas zu hören und dann mehr über diese verschiedenen Meinungsformen erfahren zu können. Ja? Und das geht häufig nicht, weil du nicht mal differenzieren kannst, was ist jetzt eine Meinung und was ist jetzt wirklich so. Ich meine, im Bereich WoW, klar, kann man da auch von sich selber aus häufig differenzieren, ja, weil man natürlich einen großen Erfahrungsschatz hat. Aber das ist ja nicht mehr nur im Bereich WoW so, ja. Das ist ja überall so. Und jetzt stell dir vor, du bist eben nicht so in dem Game drin und liest dann nur gerade als sehr junger Spieler, ja, das Game ist mal wieder tot und TBC ist viel schwerer als Classic und Classic ist wieder schwerer als Retail und so weiter, ja. Und dann denkst du, oh ja, habe ich gelesen, ist wohl so. Ne? Und ich will natürlich die wahre Challenge. Dann spielst du Classic, dann stellst du fest, das ist gerade beim Leveln Auto-Attack-AFK-Simulator. Und dann lässt du WoW links liegen.
Ne? Weil wenn das schon das Schwerste ist, was soll die Kacke? Und weg. Mal völlig überspitzt das Beispiel. Ja, natürlich. Bewusst völlig überspitzt. Aber das ist so das, was bei mir im Hinterkopf dann abgeht. Immer wenn ich solche Verläufe lese. Und da können wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr drauf achten. Ich lade euch herzlich ein, mitzumachen. Weil nur so kannst du letztendlich wieder besser werden. Ja, ich finde, ganz abgesehen davon hat sich die Diskussionskultur, wenn man sie jemals so nennen konnte, im Interwebs über die letzten Jahre nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Und vielleicht kann man wieder so kleinere Beiträge leisten, um das insgesamt irgendwie besser zu machen. Keine Ahnung. Ich versuch's auf jeden Fall. Sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst, oder wie war das? Sagte er und one-hittete die Bosse fast mit dem elysischen Erlass, Junge. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu blauäugig, aber dann ist das so. Besser als den ganzen Tag davon auszugehen, dass es so scheiße bleibt, oder? Ach man. Allerdings, um wieder zum Positiven zu kommen, wie eben angeschnitten, passiert das in der Regel bei Videos, die dann eben, ja, auch mal häufiger in die Empfehlungen gespült werden, die ein bisschen häufiger geliked werden, die durch die Kommentare mehr Interaktion haben, somit auf mehr Startseiten landen und wie es so ist, ne? Dadurch, dass dann mehr Interaktion mit dem Video stattfindet, wird das eben besser gelistet und. Und bei den Videos, wo das nicht so ist, sprich in unserer Community, herrscht ein so angenehmer Grundton und da bemühen sich auch schon wirklich viele, eben einen, ja, wie beschreibt man das denn? Besser zu durchblickenden Ton zu behalten und an den Tag zu legen. Im Sinne von, okay, ich muss jetzt als Leser nicht erstmal 3 Stunden überlegen, wie meint er jetzt was, sondern da fangen schön Sätze an mit ich meine, ich finde und. Das ist natürlich nicht nur in unserer Community so, aber da fällt es mir immer ziemlich klar auf, weil wir natürlich auch seit Jahren darüber sprechen. Ja, das heißt, gerade Zuschauer, die schon ein bisschen länger zusehen, die haben da vielleicht auch schon drüber nachgedacht, das für gut befunden und sind dann dabei geblieben, sonst würden sie vermutlich nicht mehr zusehen, ja. Aber das ist immer so ein krasses Gegenbeispiel, das mir auch zeigt, dass es geht, ja. Und dass es besser ist, weil bei den nicht so gehypten Videos haben wir super, super selten Kommentarinteraktion, Träne wegwisch, Lul, haben wir super selten Kommentardiskussionen, wo ich quasi einschreiten muss, ja. Und auf den Tisch schauen muss oder jemanden rausnehmen muss oder wie auch immer. Und das hätte ich gern wieder im größeren Stil, aber vielleicht bin ich auch nur ein Träumer, Leute. Aber wie sage ich immer? Dream bigger. Und da sind wir wieder. So schließt sich der Kreis. Ja, wollte ich einmal rauslassen und ist mir mal wieder aufgefallen und finde ich unglaublich schade. Aber so ist das heutzutage, ne? So, Freunde, ist das heutzutage. Ich denke, viele Leute haben auch gar keinen Bock mehr, irgendwie groß nachzudenken. Ich sehe es immer wieder in den Livestreams. Man versucht als Streamer oder generell als Creator natürlich so viele Infos wie möglich an den Mann zu bringen, ja. Damit auch jeder top informiert sein kann und nach all den Jahren kriegen es immer noch sehr wenige hin, wenn sie meine Addons wissen wollen, einfach Craft 12354 Addons einzugeben. Nach all den Jahren kriegen es immer noch Leute selten hin, ja, den Streamtitel zu lesen oder auf Stream Game zu gucken, wenn sie wissen wollen, was gespielt wird. Fühlen sich dann persönlich angegriffen, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass man das ganz einfach selber sehen kann, ohne fragen zu müssen. Und ja, ich versuche dem Ganzen irgendwie mit Humor zu begegnen, ja. Aber manchmal tut es auch einfach nur weh, kennt ihr das? Manchmal sind es einfach starke Schmerzen, die man da hat. So wie ich, wenn ich diesen Bodenschmetterer abbekommen hätte, gehen wir gleich mit Meta wieder rein, Junge. Komm, elysischer Erlass ist auch ready hier. Noch ein Stun hinterher. Ui, der hält aber aus, der Kollege. Guck mal, da habe ich mir jetzt aber mehr erhofft von meinem Schaden, wenn ich ehrlich bin. Da kommt noch das Inferno hinterher. Da gehen wir schön raus. Außerdem bin ich das Inferno hier mit meiner Feuerbrand-Aura, Kollege. Was ist denn mit dem los? Aber so Eilbeam, habt ihr gesehen, wie schnell der gerade durchging? Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr lecker, ne? Zack, da kommt sein Charge. Wir gehen wieder rein. Gleven-Orkan hinterher. Und dann ist der Eilbeam auch gleich schon wieder ready. Meter geht schön runter im Cooldown und weggerotzt, Junge. Ausgezeichnet. Jawohl, jawohl. Ja, und häufig scheitert es dann an irgendwelchen Grundlagen, ne? Grundlagen des Verständnisses im allgemeinen technischen Bereich, ne? Und das kann natürlich auch diverse Schmerzen, ich sag mal, hervorrufen, ne? Auch an Stellen deines Körpers, die du eigentlich noch gar nicht entdeckt hast. Und da gibt es bei WoW-Spielern ja einige, müssen wir uns nichts vormachen. Hatte ich letztens auch jemanden. Ist wie gesagt gar nicht böse gemeint, ja, wir werden da auch keinen Namen nennen, es ist keine Diskussion, um irgendwen gezielt vorzuführen oder so, aber manchmal habe ich das Gefühl, einige haben sich so auf
Initiative von sich selber ausgehend, ja, so auf die gute alte Eigeninitiative hin, haben die sich aus dem Kreis der Denkenden einfach ausgeladen. Und ich möchte die Leute eigentlich wieder einladen. Ich meine, wir kennen das alle. Manchmal hat man keinen Bock. Das ist einfach so. Ey, da bin ich auch so und sage heute nicht, Leute, heute Eigeninitiative. Ich bin raus. Ja, macht euren Scheiß alleine, natürlich. Aber wenn dieser Prozess gehäuft auftritt, dann macht man sich so ein bisschen Sorgen. Ne? Und da hatte ich neulich auch wen, der fragte ganz lieb unter, lass mich lügen, einer TBC-Folge, ob ich nicht eine Playlist dafür machen kann. Und dann dachte ich, Bro, die Playlist ist auch immer oben rechts verlinkt, da ploppen ja diese Infokarten auf, ne? Und ansonsten kannst du auf meinen Kanal gehen und da hast du doch alle Playlists. Und da hat dann die gute Uschi schon geantwortet und hat gesagt, ja, hier, Playlist, dies, das, pipapo, ne? Da war sie schneller als ich, finde ich sehr, sehr gut. Und dann hat er gesagt, ach so, habe ich nicht gesehen. Da habe ich mal geguckt, wie kann das sein? Naja, man muss auf weitere Anzeigen klicken, ne? Und manchmal scheitert es an so Sachen. Ich bilde mir ein, der Dude, der das gefragt hat, der hat sich dann auch vor den Kopf gehauen und sich gedacht, ah, oh, scheiße. Ja, aber dann sitzt du da als Creator und überlegst, ja, wie kann man es noch sichtlicher machen, ne? So, die Leute lesen auch selten Videobeschreibungen, ne? Bei den Challenges kommt immer wieder die Frage, was ist das für eine Challenge? Bro, vielleicht ist es im Interesse des Creators, dir genau das zu sagen. Schau da mal in die Videobeschreibung. Da findest du Patreon, da findest du Twitter, da findest du Infos zur Challenge, da findest du meine Sponsoren oder, ja. Und irgendwie wird da einfach nicht drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht warum, weil da gehe ich auch wieder von mir aus vor allem, ja. Und ich würde gar nicht darauf warten wollen, dass mir jemand antwortet. Ich würde da selber recherchieren, bis ich es gefunden habe. Und eins meiner liebsten Beispiele dafür, dass das für mich so Handwerkskram ist, all den Bums erstmal selber zu finden, bevor ich frage und dann auch tagelang auf eine Antwort warte oder so, das war, als dieser ganze Hype mit World First Race und so weiter losging und als dann auch unsere deutschen Jungs von Aversion, ne, Grüße gehen raus, so mit eingestiegen sind und Twitter-Präsenz und alles so ein bisschen ausgebaut, ja. Und da hat der gute Flo, Giga-Flo, ja, der hat dann getweetet, ey, kennt nicht wer hier beim World First Race irgendwie die Accounts von unseren deutschen Jungs, kann man da nicht mal ein bisschen mitmachen, ein bisschen supporten, ne. Und da hat der gute Muri, der gute Mr. Moregame, der da, glaube ich, auch bei uns schon mitraidete, deswegen überhaupt diese Connection, hat mich dann verlinkt und meinte, yo, frag mal den, das ist hier der WoW-Dude, ne, der kennt alles irgendwie. Und dann dachte ich, yo, scheiße, jetzt haben dich Mr. Moregame und Gigaflo, die alte Legende, die haben dich jetzt gefragt. Ne, du musst das eigentlich finden jetzt, weil ich hatte keinen. Ich hatte keine Ahnung, Mann. Ich hatte absolut keinen Dunst. Und dann dachte ich, okay, das ist eine große Gilde und in so einer Gilde muss eigentlich jemand dabei sein, der einen YouTube-Account hat, der einen Podcast hat, der irgendwie einen Twitch-Stream hat oder was auch immer, ja. So mittlerweile hat jeder einen Stream oder einen Podcast, so bei denen müssen das auch einige sein. Also bin ich auf YouTube gegangen und habe einfach Aversion gesucht. So, und hab die dann auch gefunden mit einem Account, der hieß dann irgendwie, lass mich lügen, Thomas Aversion, ja. Und dann dachte ich, okay, das kann nur die Gilde sein, warum sollte der sonst so heißen? Und dann gibt es ja bei YouTube, und da muss man auch wieder geguckt haben, ne, die Möglichkeit, dass wenn du auf den Kanal gehst, die Leute oben rechts in der Ecke in diesem Kanalbanner so Sachen verlinkt haben, wie ihre Shops, wie Twitter, wie Facebook und Twitch und. Und dann dachte ich, okay, da gucke ich mal. Und wenn das nicht im Banner ist, dann steht das häufig, na, genau, in der Kanalinfo, wo die Leute schreiben, was sie machen, wann sie es machen und dann können sie da noch ein paar Sachen verlinken. In der Regel sind das dann die Künstler, die ihre Banner designt haben oder eben die sozialen Medien. Dann bin ich da hingegangen und da war auch Twitter und Co. verlinkt. So, und zack, binnen Sekunden, ja, es war jetzt eine längere Geschichte, aber binnen Sekunden einfach ergoogelt, YouTube, whatever, ne, und zack, war es da, gar kein Problem. Konnte ich dann sagen, Leute, guckt mal hier, das ist ein Profil, das ist zwar ein bisschen inaktiv, aber das ist der eine, den wir haben. Und dann haben wir gesagt, ey, let's go, ja. Also das geht. Und das ist für mich quasi Handwerkszeug, ja. Ich weiß auch, dass wenn ich in WoW irgendeine Quest habe und die spinnt gerade, dann gebe ich diese Quest bei Google ein und dann kommt ganz oben Wowhead. Und Wowhead ist die beste Infoseite, die wir haben. Das sind die, von denen alle deutschen News-Sites und Creator abgucken und abschreiben. Ist einfach so, ich selber auch, ja. Und das sind die, die Data meinen, das sind die, die Datenbanken haben, die Guides haben, ja. Und diese Datenbanken sind halt Gold wert, weil zum einen kannst du jetzt einen Boss suchen, gehst du auf diesen Wowhead-Artikel und hast die ganzen Drop-Raten und so weiter und wo der steht und vielleicht noch irgendeinen verlinkten Guide und ein YouTube-Video von dem Kill, falls du Probleme hast. Was weiß ich nicht alles, ja, mega. Aber was für mich mittlerweile Gold geworden ist, das sind die Kommentarsektionen.
Denn viele, gerade im internationalen Bereich, nutzen Wowhead fast schon als so eine Art Forum. Und dann kannst du die Kommentare nach dem Patch-Datum sortieren, suchst dann nach Kommentaren des aktuellen Patches und dann siehst du immer sehr, sehr zügig, ob es Leute gibt, die dieses Problem auch haben. Vielleicht sogar Leute gibt, die sogar eine Lösung für dieses Problem haben. Und dann werden da auch Koordinaten oder Add-ons, zum Teil fucking Excel-Tabellen mit Spawn-Punkten und Zeiten geteilt. Ja. Und das ist für mich Handwerkszeug geworden über die Jahre. Und damit will ich nicht sagen, Leute, ihr seid ja alle total blöd und total doof, ja, wenn ihr das nicht geschissen bekommt. Ich erzähle das, weil ich dieses Wissen gern teilen möchte, damit ihr in der nächsten blöden Situation dieser Art nicht komplett aufgeschmissen seid und warten müsst, bis irgendein WoW-Creator auf Insta antwortet oder so nach 3 Wochen. Deswegen, Wowhead, ja, angewöhnen, googeln mit Keywords angewöhnen, dran denken, dass die Leute versuchen, euch diese Infos näher zu bringen, ja, weil es besteht ja auch die Chance, dass man dann diese Infos liest und dann sieht man unten, oh, da ist noch ein PayPal-Link oder, oh, da supporte ich mal noch rein. Und natürlich sind das auch solche Interessen, klar, so ehrlich wollen wir sein, aber das ist manchmal wirklich, ich will nicht sagen schmerzhaft, aber eigentlich habe ich es schon getan, oder? Manchmal ist es schmerzhaft, ja. Und das war unser Thema hier heute in dieser Runde. Ich hoffe, ich habe niemandem zu große Schmerzen bereitet, aber da denkt man dann auch drüber nach, ne? Weil letztendlich willst du ja als Creator den Zuschauern es so leicht wie möglich machen. Und wenn du siehst, okay, 95% kriegen das super hin, dann hast du natürlich die Chance zu sagen, ich scheiße auf die übrigen 5%, oder du überlegst, wie kann ich die auch noch abholen? Und ich bin so langsam am Ende mit meinem Latein, deswegen werde ich das jetzt in einigen Videos nochmal ansprechen, in der Hoffnung, noch den ein oder anderen abholen zu können. Aber ja, manchmal ist halt, wie vorhin besprochen, auch der Bock nicht da. Ja, wenn man jetzt einen scheiß Tag auf der Arbeit oder auf der Uni hatte, dann hat man vielleicht auch keine Lust jetzt noch im Internet, ich sag mal, für diese Info zu arbeiten. Ja, das kann ich auch verstehen. Und natürlich erkläre ich dann auch im Livestream zum 1000. Mal, wie das Add-on heißt, bei dem die Questtexte so groß aufploppen. Aber der Schmerz erbleibt, Leute. Der Schmerz erbleibt. Letztens hat jemand gefragt, ob ich eigentlich als Ausgleich zum Zocken irgendeinen Sport mache. Und da kann ich dann sagen, ja, Nervensport, weißt du? Nervlichen Sport. Nee, ich habe ja wirklich angefangen mit diesem Ring Fit, ne? Gibst du die Nintendo Switch, ist so ein Ring-Controller, mit dem du dann quasi Sportübungen machen kannst. Und ist wirklich ganz cool bisher gewesen. Mein Problem ist nur, ich hatte gerade so einen Rhythmus drin. Und dann habe ich ja mit meiner Hypotherapie angefangen, ne? Hyposensibilisierung. Und da kriege ich, oder habe ich, jetzt ist ja vorbei, über 4 Wochen jede Woche eine Spritze bekommen, gegen meine Pollenallergie quasi, mit so abgeschwächten Allergenen, ne, ganz simpel gesagt, damit mein Körper eben sensibilisiert wird. Und, naja, da musste ich dann immer Pause machen, ne, wie nach so einer Impfung eben, ja, heute keinen heftigen Sport und. Und deswegen hatte ich da jetzt so ein bisschen Stagnation dabei, was natürlich heftig abgefuckt hat, ja. Aber ich werde das auf jeden Fall wieder aufnehmen, weil so ein bisschen Ausgleich muss halt schon sein. Ihr wisst, das hat was zu bedeuten, wenn ich das so sage, ne? Aber ja, irgendwie will man ja doch noch ein bisschen sich bewegen können, ne? Stellt euch vor, es kommt 10D WoW, ja, so wie Sword Art Online oder Tron oder was auch immer. So, und man selber kann sich gar nicht mehr bewegen. Das ist auch scheiße, oder? Darum muss da ein bisschen was gemacht werden. Leute, der Grund, warum wir derartige Themen gerade so locker leger besprechen konnten, war, der DH ist immer noch der DH. Es war unglaublich geil. Meter, Meter, I-Beam, I-Beam wurde von Ebene zu Ebene einfach besser, ja. Den T-Set-Bonus habe ich jetzt nicht wirklich gespürt, habe mich aber auch nicht darauf konzentriert, perfekt meinen Jezorn abzubauen. Sonst könnte man da bestimmt noch mehr rausholen, aber ich hatte sehr viel Spaß und hoffe, dieser kleine Talk samt Gameplay hat euch auch wieder gefallen. Hab auf jeden Fall Bock auf den DH. Auch wenn ich die Rüstung irgendwie nicht mit dem DH verbinde, aber an einem Nachtelf mit dieser Elun-Sichel hier. Junge, komplette Abfahrt. Habt noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.